Willkommen zurück zu Stellaris. Wir spielen weiter mit den Sturmherrschern und sind immer noch dabei, jetzt hier so nach und nach jetzt hier einerseits feindselig zu werden gegen so ziemlich alles, was uns jetzt hier umgibt. Auf der anderen Seite aber auch wollen wir psionisch werden. Und wir jagen gerade eben ein Spektralgespenst mit unserer Flotte und werden versuchen, es zur Strecke zu bringen. Also eigentlich müsste unsere Flotte dafür mächtig genug sein. But we will see. Wir müssen auch gerade eben diese Gebiete jetzt hier wieder zurückerobern. Hier werden wir auch noch eine Station hinmachen. Und wir sind immer noch hier am merkwürdigen Kristall dran. Stimmt, wir sind ja noch gar nicht fertig. Ich dachte, wir wären schon fertig, aber nein, wir sind es noch gar nicht. Construction complete. Ich dachte, wir wären schon fertig. So, wir haben den rätselhaften Cache durch und nun haben wir die verbesserten Anführer. Ja, die kosten uns jetzt mehr und sie haben jetzt auch mehr Unterhaltskosten, aber sie leben jetzt auch länger und haben noch mehr anfängliche Stufe. Und mehr Flottenkapazität brauchen wir nicht wirklich. Wir könnten aber tatsächlich über noch bessere Nahrungssituationen... Nee, wisst ihr was, wir gehen jetzt erstmal auf Sternbasen. Ich habe ein Problem, was die Sternbasenkapazität angeht. Und dieses Problem möchte ich gerne adressieren. Und daran arbeiten wir jetzt. So, und wie sieht es aus? Ja, die Flotte ist auf jeden Fall auf dem Weg. Also der frisst jetzt hier gerade eben sicher alles so komplett durch. Wir werden ihn nicht entkommen lassen, wenn es nach mir geht. Oh, was ist das denn für eine geile Welt? 24? Eine aride, große Welt. So, unsere Gefechtsform hier, die unsere Flotte hier anführt. Ist der eigentlich auch im Rat? Nee, der ist nicht im Rat. Der hat aber auch gar keine Ratsfähigkeiten. Mehr Schaden. Also wir haben ja noch gar keine Trägergeschwader drin. Ne? Wir könnten, also ich will auf jeden Fall, dass bei ihm das Trägergeschwader weiterhin im Fokus bleibt. Und ich denke, ich erschaffe jetzt auch mal in diesem Zusammenhang... Ja, ich weiß nicht, ob ich bei den Kreuzern eine Trägervariante machen will. Na, hier wäre ein H möglich. Hier ist kein H möglich. Nee, ich glaube, ich mache bei den Schlachtschiffen eine Trägervariante. So sehe ich das. Ach, jetzt haben die plötzlich hier wieder Zeit. Das ist ja lustig. Wir kennen gute Ziele für Überfälle. die Compacts. Nee. Ich glaube, ich schicke euch auf das Gürr-Regime. Ja, ja, komm, macht mal. Haut den mal auf die Finger. Hey, geil, ich durfte das mal tatsächlich seit 12 Millionen Jahren mal wieder tun. Ich bin ja gerade eben selber total geflasht, dass ich das gerade eben tun durfte, was wir gerade eben... Also, ohne Witz, das ist sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal eine Marauder-Flotte losschicken durfte. So, das ist der Abschluss. Als unsere Expedition gerade aufbrechen wollte, begann einer der Kristalle plötzlich wieder Kontakt aufzunehmen. Er deutete an, dass er sich als nützlich erweisen könnte und man ihn besser mitnahm. Auch falls diese Behauptung unwahr sein sollte, schien keiner der anderen Kristalle bisher vernunftbegabt gewesen zu sein, deshalb weitere Untersuchungen angebracht sind. Ja, wir haben das Relikt Psionisches Archiv gefunden. Da ist es. Also... Die Abklingzeit, um in den Schleier zu lüften, ist um 50% reduziert. Gewährt Zugriff auf den Erlass Zusätze, der den Erfahrungszuwachs und die Lebensdauer von Anführern erhöht. Das ist so geil. Die Anführer werden noch mächtiger. Kontaktiert die Geister der Jabaxdi, um Führung in verschiedenen Gelegenheiten zu erhalten. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Geheimnisse der Zroni und jetzt tue ich diese Geister mal kontaktieren. Der mit Licht pulsierende Seelenstein scheint uns wortlos zuzuwinken. Wir berühren ihn und unser Verstand wird in einer Taschendimension des Schleiers hineingezogen, in das das mysteriöse Wesen Jabaxdi bereits auf uns wartet. Es weiß Dinge, die kein sterbliches Wesen wissen könnte und scheint bereit zu sein, seine Geheimnisse zu teilen, sobald wir sein Heiligtum erreicht haben. Ich kann Waffenschaden Schiffe dadurch bekommen. 5 Jahre, das ist sehr, sehr geil. Das würde uns gerade eben sehr, sehr helfen. Oder unser Flottenadmiral bekommt nochmal eine Stufe. Ey, wir machen das. Geil. Einmal mal ein Level-Up jetzt hier für unseren Anführer jetzt hier bekommen. Das ist jetzt schon Level 9. Nee, es ist Level 8 jetzt gerade eben geworden.
Ja, was machen wir jetzt hier mit unserem absoluten Flottenadmiral hier? Ne? Friedensstifter würde noch mehr Stabilität, weniger Piraterie, weniger Kriminalität reichsweit bedeuten und Pazifismus. Oder Panzerungsgenie. LOL! Trefferpunkte Panzerung und Schilde werden um 100 erhöht. Panzerungsverhärtung und Schildverhärtung. Okay, das ist mega geil. Oder hochgeschätzte Quartiermeister. Jeder Soldat bringt noch mehr Flottenkapazität mit und planetare Verteidigungsarmeen. Ich nehme das Panzerungsgenie. Ich nehme das Panzerungsgenie. Wowie, saui. Da, guck mal. Das hat ja gerade eben die Flotte ja völlig nach oben eskalieren lassen. Also, wir attackieren jetzt hier dieses Mistvieh. Und werden ihm jetzt hoffentlich zeigen, wo der Hammer hängt. Gucken wir mal gerade eben. Habe ich die Erlasse alle an? Ich glaube, ich habe sie schon längst alle an. Ne? Ja. Ich habe sie alle an. Da müssen wir uns sehr wenig Sorgen drum machen. Die kristallinen Sensoren brauchen wir nicht wirklich. Oh, ich bin zum ersten Mal hier wieder drunter. Und ich kann Zrot-Zusätze machen. Erfahrungszuwachs für Anführer und noch mehr 30 Jahre mehr Lebensdauer. Hau rein. Das wird sofort aktiviert. Das können wir uns auch spielend leisten. Okay, also unsere Anführer sind jetzt völlig Banane eskaliert, was ihre Potenziale angeht. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir diese Flotte jetzt hier zum Einsatz bringen. Und da geht dieses olle Vieh auch schon zum Teufel. So, wir haben das Spektralgespenst besiegt. Die aus Lichtimpulsen geborene, herumspukende Kreatur konnte endlich neutralisiert werden. Sie blieb bis zum Schluss ein Geist zwischen den Sternen und vielerlei Art ein Mysterium. Doch das Verfahren, mit dem sie unsere Schiffe vernichtete, wurde von unseren skeptischen Wissenschaftlern beobachtet, denn sie argumentieren, dass es unmöglich sei. Um sie selbst zu überzeugen, dass sie recht hatten, haben diese Wissenschaftler akribisch dokumentiert, welche bislang unbekannten Eigenschaften von Licht und Energie das Gespenst heute gezeigt hat. Wir bekommen deswegen jetzt dauerhaft mehr Forschungsgeschwindigkeit für Schick. Unsere Energiewaffen bekommen 5% mehr Schaden und wir machen 10% mehr Energy Credits. Außerdem beginnt dadurch eine Leviathan-Parade. Geil! Geil. Also, wir fliegen aber auf jeden Fall jetzt hier erstmal wieder zurück zu unserer Hauptbasis. Und können jetzt auch hier das hier aktivieren. Baugeschwindigkeit, Schiffe, Einflusskosten, nee, das brauchen wir nicht. Ressourcenproduktion für Arbeiter finde ich interessant. Oder wir machen die Konditionierung, noch mehr Erfahrung für unsere Anführer. Nee, wir machen jetzt erstmal noch mehr Erfahrung für unsere Anführer. Wir werden diese Lithoiden bis an das Ende alles Denkbaren treiben, Freunde. Hier machen wir auch nochmal unser Cadia weiter, so ein bisschen. Jetzt haben wir hier schon 4000, ne? Das ist so geil. Gelegenheit zur Säuberung. Also, was ist das hier? Nachdem wir das Spektralgespenst besiegt haben, glauben wir, dass eine Parade auf Tortuga Prime, die sich von dem Zerstäubersack des Spektralgespenstes konzentrierten, sehr vorteilhaft für unser Volk sein könnte. Ja, wir werden auf jeden Fall dazu ermutigen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was daraus resultieren wird, aber ich ermutige dazu. Der Klassiker, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, lass es uns tun. ich muss ja die Beziehung mit den Kettlingen erstmal, glaube ich, nicht mehr verbessern. Die sind immer noch nicht gerade sehr kooperativ. Das wird sich aber auch wahrscheinlich so bald nicht ändern. Theoretisch könnte ich sie einfach integrieren und damit komplett versklaven. Aber das mache ich noch nicht sofort. Oder will ich das? Ich gucke mal gerade eben, was sie für Welten haben. Also das ist eine 23er Todewelt. Das ist eine 15er Todewelt. Und das ist nochmal eine 20er Todewelt. Was haben sie denn da gemacht? Dass hier gar keine Energy Credits machbar sind. Das geht überall bei denen nicht. Das ist interessant. Wie viele Pops haben die denn? Allein hier 53, 47, 50. Also, wenn ich Thrall Worlds machen kann, dann würde ich das tun.
dann würde ich das tun, Leute. Aber vorher noch nicht. Wir verbessern jetzt hier nochmal ein paar Anlagen. Ja, komm, und wir kolonisieren jetzt halt auch noch diese anderen Welten hier, die innerhalb unserer Reichsgrenzen sind. Es wäre ja Verschwendung, es nicht zu tun. Und wenn man sie halt nur für Kleinigkeiten benutzt. Aber sie nicht zu nutzen, ist auch Banane. So, das hier ist nochmal verbessert. Dann verbessern wir das jetzt hier noch. Und ich möchte gerne das jetzt hier auch noch auf die Sternenfestungsstufe bringen. Solange wir jetzt hier die Schiffe zurückfliegen. Müssen wir noch kurz warten. So, wunderbar. Wie lange dauert es eigentlich noch mit der Forschung? Ich würde ja auch noch ganz, ganz gerne noch die eine oder andere Forschungswelt machen. Ne? Also Tortuga Prime macht ja so gut wie gar keine Forschung. Das muss man einfach mal leider so festhalten. Also ein bisschen was macht sie schon, aber eigentlich ist das Ding hier in meinen Augen nicht mehr unbedingt so unbedingt angebracht. Ja, ja, das sind irgendwelche anderen Weltraumwale, das weiß ich doch jetzt schon. Die Frage ist halt, macht das Sinn, hier auf die Forschung noch weiter zu setzen oder halt auch nicht? Hier können wir nach wie vor immer noch nicht wirklich sinnvolle Dinge tun. Autochthones Monument, mehr Wachstum für die Bevölkerung. Nee, tatsächlich. Tatsächlich behalte ich die Forschung jetzt hier gerade eben noch mal ein bisschen drin. Ich werde später vielleicht noch mal was anderes da reinmachen. So, du kannst jetzt hier noch schnell diese archäologische Stätte machen. Und wir haben jetzt mehr Sternbasenkapazität. Das ist schön. Speziesmanipulation könnte man so langsam aber sicher angehen. Oder die Psionik. Nee, wir machen jetzt hier... Ach nee, das ist psionische Armee. Nee, nee, psionische Armee will ich noch nicht. Lasst uns mal die Speziesmodifikation angehen. Dann können wir vielleicht anfangen, den einen oder anderen negativen Trade rauszunehmen. Das wäre ja auch schon mal was Praktisches. Hier ist nur noch ein einziger Job frei und das ist ein Polizistenjob. So, weiter geht's. Der undichte Zerstäubersack. Die flackernden Lichter, die das Zerstäubersack des Spektralgespenstes produzierte, lenkten uns so sehr ab, dass es eine Weile dauerte, bis wir bemerkten, dass der Sack, mit dem das Spektralgespenst seinen natürlichen Schutzschild erzeugte, undicht war. Nachdem wir uns vergewissert hatten, dass der Kontakt mit den Chemikalien in seinem Inneren nicht zu einer fatalen Umweltkatastrophe auf Tortuga Prime führen würde, konzentrierten sich unsere Wissenschaftler auf die Analyse der Auswirkungen des Gases auf unsere Atmosphäre. Offenbar sind die freigesetzten Chemikalien mit unserer Mesosphäre verschmolzen und zerstreuten konzentrierte Energie. Überraschend gut. So gut sogar, dass es zu einer spürbaren Erhöhung der planetaren Verteidigungsfähigkeit käme. Sollten wir die restlichen Inhalte des Sackes freisetzen? Extrahiert den Sack des Gases und führt die Reaktion zu Ende. Weniger Schaden durch Orbitalbombardierung. Ja, okay. Oder stoppt das Leck im Sack oder nutzt ihn für die Parade. Moment, dafür gibt es eine Wiki, Freunde. Ja, also die Sache ist ganz klar. Also wir werden ihn definitiv... Also das hier sollte man auf gar keinen Fall machen. Das hier würde halt das mit den 25% weniger Schaden bekommen. Also wir nehmen das da, Leute. Wir nehmen das da. Weil dann bekommen wir einen sehr, sehr netten Bonus am Ende, den ich jetzt aber noch nicht spoilern werde. So, ja, das hier sind jetzt die Kristallinen. Die sind für uns einfach nur Beute, weil die können wir essen. Har, har. Für uns sind die einfach nur Beute. Nam, 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 nam. So, mit denen hier machen wir weiter und jetzt hier unsere Jobs. Oh, und hier gibt es jetzt wieder einen Arbeitslosen. Ja, jetzt komme ich halt an den Punkt, wo ich mich halt frage, wie gehe ich jetzt mit diesem Planeten weiter um? Und ich bin der Meinung, weil ich ja hier auch normale Arbeiterjobs brauche, machen wir daraus einen sekundären Planeten für Energy Credits und dann werde ich das hier ersetzen zu einem Energienetz. Das wird jetzt hier quasi der Plan für diese Welt sein. Denn der Arbeitslose, wie man sieht, na, also ich habe hier bei weitem mehr Sklaven als alles andere. Und dann müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir die jetzt so einigermaßen in den Griff bekommen.
So, du holst dir dann jetzt hier noch diese 24er Aride-Welt, auf die ich schon so heiß ersehnt warte. Das ist eine psionische Inkarnation. Gut, wenn ihr meint. So, ihr werdet jetzt hier repariert. Danach bolzen wir jetzt mal die da oben weg. Wer levelt? Ungefragt. Unser Arbeitsbeauftragter Joel levelt hier. Der könnte hier sogar was mit Nahrung machen. Aber ich bin der Meinung, dass er... Ja, ich will gucken, dass ich ihn noch mal irgendwo einsetze, wo er noch mehr Mineralien machen kann. Noch mehr Mineralien pro Bergarbeiter. Wobei mehr planetare Verteidigungsarmeen wären auch nicht schlecht. Oh, oder Prozente. Oh, das ist jetzt verdammt schwierig. Beides ist verflucht gut. Bergbauschwerpunkt oder Geologieexperte? Moment, ich muss das kurz mal durchrechnen, was besser wäre. Aber ich glaube, dass der feste Wert besser ist. Okay, da muss ich gar nicht viel rechnen, wenn ich mir das hier so angucke. Also wenn ich ihn jetzt... Also zumindest bei dem Typen hier, ne? Da wären natürlich die Prozente so viel geiler. Ich meine, der macht schon eine Menge in der Richtung, ne? Darf man nicht vergessen, der hat hier schon diese Boni. Teilweise sehr extrem am Laufen hier, der alte Klaminder. Aber so gesehen, also zumindest auf dem Planeten würde das jetzt hier natürlich nicht so viel bringen. Aber auch hier wäre jetzt eine Änderung von 0,5 jetzt nicht die Welt. Also ich meine, wenn ich jetzt hier mal den Bonus nehme hier von 15%, ne, einfach mal kurz mal durchgerechnet. 15%, das sind ja hier dann auch schon bei 15... oh Gott, das sind ja 2,25 mehr, wenn ich mich gerade eben nicht verrechnet habe. Ne? 10% wären 1,5, davon die Hälfte nochmal 0,7, also 2,25 Mineralien mehr. Der würde also alleine durch diesen Bonus 2,25 Mineralien mehr machen. Also das hier kann man quasi eigentlich nur noch oben... Also wenn, man nimmt auf jeden Fall das da, auf jeden Fall. Wo ist der eigentlich? Der regiert hier gerade eben noch diese Welt, wo er eigentlich nicht zu sein hat. Also ich nehme den Bergbauschwerpunkt... Und packe dich jetzt genau auf diese Welt. Unser, was warst du denn noch hier? Unser Arbeitsaufseher, genau, du kommst dahin. Dann machen die nämlich jetzt hier noch mehr Mineralien dadurch. Man sieht jetzt hier, es schwankt hier gerade eben so ein bisschen. Ich glaube aber, dass ich jetzt hier irgendjemanden sein... Ne, ich habe niemandem irgendwas weggenommen. Okay, gut, also wir haben einen neuen Grenzsektor, alles ist top. Ich habe ihn einfach von irgendeinem anderen Planeten abgezogen. Aber dadurch ist der Planet jetzt halt hier dadurch noch umso geil. Ah, hier habe ich ihn abgezogen. Ich glaube, dass ich sowieso mal ein paar von euch noch kurz mal ins Spiel reinholen will. Sekunde bitte. So, damit habe ich jetzt hier noch den Buddy reingeholt. Ich habe noch den Christian reingeholt. Und auch noch den Frank, meine lieben Leute. Und ja, damit habe ich jetzt hier quasi erstmal alle Posten jetzt hier befüllt. Oh, wer will denn da was von mir? Die Loks Uru, die wollen was von mir haben. Oh, das ist ja eine spannende Wendung. Hallöchen, Freunde. Ja, dieses Spielchen, ich hätte gern was von dir, kann man auch zu zweit spielen, weißt du das? Das kann man auch easy going zu zweit spielen. Denn ich habe Punkte übrig und ich bin der Meinung, dass das hier alles mein sein sollte. Damit wir uns verstehen, mein Freund. Wie stark ist eigentlich eure Flotte? Das muss ich auch mal langsam aber sicher mal rauskriegen. Spionagenetz. Wird Zeit, dass ich mal rauskriege, wer oder was oder wie viel ihr seid. So, nach wie vor habe ich halt das Problem, dass die Flotte von uns halt hier noch sehr, sehr weit weg wäre. Ich hätte, es wäre auch ein Zwei-Fronten-Krieg in dem Zusammenhang und das wäre super ätzend. Und was auch super ätzend wäre, wir wären auch gerade eben noch gar nicht auf sie so richtig eingerichtet, eingestellt. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist jetzt hier die Sammlung zu starten. Oh, und die Überfallsflotte von den Evandari ist auf den Rückzug nach einem Lader... Ah, sie haben geplündert. Oh, sehr schön. Eine sonderbare Tür. Als ich das Forschungsschiff dem
88D2909, wahrscheinlich Asteroiden, nähert, wird eine riesige abgenutzte Tür sichtbar. Wir hätten so etwas gebaut. Wer hätte sowas gebaut und warum? Vielleicht sind die Antworten im Inneren. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Schatz, aber ich bin mir nicht sicher. So, Moment, wo wir gerade eben dabei sind, über so Dinge nachzudenken. Wir machen weiterhin Ringe. Denn hier ist nun auch ein Ring am Stissel. Construction complete. Und da würde ich ganz, ganz gerne noch mehr Mineralien jetzt natürlich rauskitzeln, sobald das irgendwie nur geht. Ausgezeichnet. Fortschrittliche Railgun haben wir auch. Ja, komm, lass uns die Plasmatriebwerke angehen, dass wir schneller fliegen können. Man sollte so etwas wie Plasmatriebwerke nie unterschätzen. Wer wohnt hier eigentlich? Die Schleierdudes. Ich glaube, ich sollte mal mit den Schleierdudes jetzt reden, nachdem wir was über die Zroni erfahren haben. Von allen Grundsätzen, an die wir innerhalb von This Samaring Order vom Schleier halten, gibt es nur wenige, die uns mehr am Herzen liegen als dieser. Selbst jene, die hoch aufgestiegen sind, wie wir, können sicher sein, dass sie in der Galaxie ihresgleichen finden. Also, ihr, die ihr wie wir aufgestiegen seid, wie können wir einander dienen? Wärt ihr bereit, uns einen Lehrer eures Ordens zu schicken? Zu lernen, wie man den Schleier kontrolliert, würde 10.000 Leben andauern. Selbst unsere begabtesten Lehrer können nur einen Teil des im Schleier verborgenen Geheimnisse. Dennoch ist ihre Weisheit von unschätzbarem Wert. Wenn ihr es so wünscht, können wir euch einen Lehrer schicken, der euch auf eurem Weg leitet. Ja. Ja, das möchten wir. Wir möchten lernen. Und ich möchte gerne wissen, was wird unser Schicksal sein. Eine äußerst bedeutsame Frage. Nicht weniger ergreifend, auch wenn sie schon von so vielen vor euch gestellt wurde. Eine solche Frage hat einen hohen Preis. Aber wir können sie beantworten. Doch seid gewarnt. Der Schleier erlaubt es uns, Ereignisse wahrzunehmen, die noch nicht eingetreten sind. Und dieses Wissen kann euch dabei helfen, euren Kurs zu bestimmen. Es liegt jedoch nicht an der Macht eines einzelnen Ereignisses, wahrhaft große Veränderungen in der Galaxie herbeizuführen. Falls ihr diesen Handel eingehen wollt, müssen wir euch sagen, dass euer Streben nicht weiter reichen sollte, als besser vorbereitet zu sein. Doch, oh, welche große Pläne lassen sich wohl von dem kleinen Blick auf das, was noch kommen wird, schmieden? Ja, ich bezahle das, ich bezahle das. Der Schleier bebt. Er spricht ohne Stimme und doch ist er alle Stimmen zugleich. Die unendlichen Stränge der Zeit, die sich von diesem Augenblick erstrecken, fließen nun zusammen. Hier, an diesem Ort, wird uns der Weg offenbart, der vor uns liegt. Der Ritus der Wahrsagung hat begonnen. Ja, jetzt müssen wir halt warten, ne? Jetzt müssen wir halt warten, bis diese Wahrsagerei irgendwas sagt. So wie ich das sehe. So, wir werden die jetzt ja auch Teil zu unserem Reich machen. Ich werde auch diesen Planeten jetzt hier kolonisieren. Ach geil, die haben mir diese fügsame Fauna. Bewohnbarkeit ist erhöht. Okay, das ist cool. Mehr Energy Credits als Jobs ist auch wieder geilo. Ich mache jetzt mal die Wurmlochreise, weil ich möchte wissen, wo dieses Wurmloch hier hinführt. Das ist für uns durchaus von Belang. Pilger auf Abwägen. Unsere sensorische Registrierung, wie sie mehrere ramponierte Transportschiffe unserem Raumbereich nähern. Also wir stellen fest, dass sich mehrere Transportschiffe uns nähern. Sie sind größtenteils zerschunden und zerschlagen und scheinen aus Ersatzteilen zusammengeschustert zu sein. Der Kommandant des Karawanenflaggschiffs schickt eine Art Gruß auf mehrere unserer Frequenzen. Doch angesichts des Zustands ihrer Technologie wird die Kommunikation wahrscheinlich nur über Audio erfolgen. Seid gesegnet! Ich bin der gesalbte Anführer dieser Karawane. Wir möchten euch um sicheres Geleit durch euren Raumbereich bitten, sowie um eine gütige Spende in Form von Proviant. Wir sind auf einer Pilgerreise und nach dem all den Jahren in der Weite des Weltraums wird mein Volk langsam dünn. Denen was zu essen geben. Ich kann sie einfach ablehnen. Ihr seid hier nicht willkommen. Wir sind nämlich...
Wir hassen andere Wesen. Nee, wir lehnen die Pilger ab. Oder? Der Fortschritt schreitet um 20 voran. Beendet aber nicht das Ding, so wie es aussieht, die Situation. Wir haben herausgefunden, dass man ein vollkommen glattes Schiff benötigt, um durch den Riss im Raum zu gleiten. Ach, das... Ja, ja, wir kommen jetzt durch die Risssphäre weiter. Also das hier ist jetzt dadurch pausiert. Und ein anderer ist jetzt hier fertig. So, das ist der Asteroidentresor. Da gibt's die uralte Saturationsartillerie und verbesserte Trägergeschwader. Oh, geil. Sehr, sehr schön. Wir bekommen jetzt hier gerade eben ein paar sehr schöne Texte, Leute. Ein paar sehr, sehr schöne Texte. Und unsere Flotte, wie ihr sehen könnt, ist jetzt schon enorm. So, das Wetter auf Tortuga Prime war heute unnatürlich gut. Doch wie hätte es auch anders sein sollen, wenn man bedenkt, dass wir unsere Atmosphäre kontrolliert auf Hochtouren laufen ließen. Jede Stadt auf dem Planeten war bis an ihre volle Kapazität gefüllt und es gab noch weitere Touristenschiffe, die die Welt umkreisten, nur um an diesem großen Tag dabei zu sein. Die große Parade durchquerte nacheinander jede Siedlung und wurde von der Straße voller Felsen in der Brandung begrüßt. Jede Stadt in unserem Reich, die in der Lage war, ein Holo-Display zu beschaffen, war ebenfalls von großer Zuschauermengen gefüllt, als das Herzstück der Parade, der Zerstäubersack des Spektralgespenstes, die Hauptstadt von Tortuga Prime erreichte. Sprachen die Menschen bereits davon, dass den heutigen Tag zu einem jährlichen Feiertag zu machen. Nach Abschluss der Welttournee wurde der Zerstäubersack des Spektralgespenstes in einer speziellen Ausstellung im Zentrum der Hauptstadt platziert, um künftige Generationen zu inspirieren. Und wir bekommen dadurch, wie ihr sehen könnt, einen Bonus 15% auf Einigkeit, 10% Zufriedenheit und natürlich nochmal 10.000 Einigkeit obendrauf. Und das jetzt halt dauerhaft als Bonus für unsere Hauptstadt. Und im Kern bedeutet das, dass ich eigentlich anfangen sollte, hier diese Welt irgendwann mal leicht umzubauen zu einer Welt, die ihr Einigkeit noch macht. Aber das Geile ist, dass wir jetzt halt einfach eine Stabilität von 100% dadurch jetzt hier auch erreicht haben. Das ist halt auch absolut enorm. Das ist unfassbar enorm. Ich weiß nicht, was ich in unserer Heimatwelt machen soll. Mal gucken. Vielleicht geht da ja irgendwann mal noch was. Vielleicht kann ich ja irgendwann mal noch mal ein paar Dinge umbauen. So wie sie jetzt sind. Hier fehlen mir noch mal ein paar Mats. Die Schiffe hier sind soweit zusammengebaut. Oh, was ist das? Und die Pilgerkarawane, die um unsere Hilfe bat, fand ein grausiges Ende. Oh nein! Eine Rekonstruktion der Telemetriedaten zeigt, dass die Pilger mit einer Art Experiment beschäftigt waren. Möglicherweise psionischer Natur. Aufgrund einer plötzlichen Energieanstiegs wurde das Eindämmungsfeld um den Maschinenkern ihres Flaggschiffes jedoch durchbrochen. Die daraus resultierende Explosion vernichtete die Karawane und löste einen starken psionischen Sturm im Beta-Hydri-System aus. Nach ersten Schätzungen wird es mehrere Jahre dauern, bis sich ein Sturm dieser Größe widerlegt. Was auch immer diese gläubigen Narren hier vorhatten, es ist ihnen offensichtlich misslungen und wir müssen mit ihren Verfolgen leben. Oh, Unverschämtheit. Unberechenbarer Sturm für 5 Jahre, minus 20 Zielgenauigkeit. Oh, das finde ich jetzt ehrlich gesagt schade, dass sie das vergessen haben, Paradox. Das habt ihr vergessen, dass das hier eigentlich ein eigener Sturm hätte sein können? Bin menschlich ein bisschen enttäuscht gerade eben. Da habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr von versprochen, wenn so etwas kommt. Na gut. Müssen wir wohl mit leben, Freunde. Müssen wir wohl einfach mit leben. So, derweil... Genau, jetzt sammeln wir hier. Das ist großartig. Ich möchte auf jeden Fall schon mal jetzt hier den Hangar noch mit reinmachen. Mehr Sammelreichweite brauche ich auch übrigens gar nicht. Das ist auch geradezu geil. Dann sorge ich mal dafür, dass wir erstmal mal ein Sturmanziehungsarray hier hinmachen und das Ding hier direkt nochmal weiter vergrößern. Dann holen wir uns halt noch dieses Sternengebiet. Wir holen uns noch dieses hier danach. Mir fehlt halt... Ach, das ist noch gar nicht vollständig erkundet.
das ist noch nicht mal vollständig erkundet. Okay. Moment, dann ändern wir das mal gerade eben. Also Systemerkunden und Systemerkunden. Wir waren da noch gar nicht abschließend. Was? Warum ist Bubbles hier? Bubbles, warum bist du hier? Flieg nach Hause. Ich weiß nicht, warum Bubbles hier rumliegt. Habe ich Bubbles hier immer vergessen? Und diese psionische Inkarnation möchte ich... Ah ne, die psionische Inkarnation gehört zu denen. Ich dachte schon, ich muss hier was vernichten. Aber offensichtlich muss ich das nicht. Hier wäre auch nochmal so ein Spektralgedöns. Genau, die wollte ich ja jetzt auch wegbolzen. Warte mal, gibt es für euch nichts mehr zu machen? Ne, es gibt hier einfach tatsächlich nichts mehr zu machen. Okay, also unser Flug führt uns jetzt erstmal natürlich dahin. Dann werden wir dann hier die weghauen. Dann werden wir das auch noch später erforschen. Also wir haben jetzt gerade eben Forschungsschiffe frei, die einfach nichts mehr tun. Damit bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.